Staffel oder zum fünften Teil unseres Orange-Gurt-Programms des Android-Kurses. In diesem fünften Teil wollen wir uns um Fragments kümmern. Fragments sind eigentlich ein neues Konzept, wie man Inhalte auch auf Bildschirm wiederverwertbar positioniert. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal etwas in der Tiefe an. Wie immer allgemein, die Infos zum Kurs finden wir unter codeconcert.de, meiner Homepage. Voraussetzungen, alles bis inklusive dem Intent-Filter 2.4, dass wir entsprechend die wesentlichen Ideen, die Design-Ideen, die Layout-Ideen etc. schon mal gesehen hat. Und dann Arbeitsdokument habe ich ein eigenes Dokument erzeugt, und zwar das 2.2 Fragments, hier bis einschließlich Kapitel 8. Das Kapitel 9 habe ich in ein eigenes Video ausgelagert, weil sonst das vorliegende Video zu lang geworden wäre. Und worum es gehen soll, ist eben der Einsatz von Fragments und die auch daraus resultierenden Konsequenzen. Also ich muss gestehen, als ich mir diesen ganzen Android-Kram beigebracht habe, habe ich mir bei den Fragments relativ hart getan, weil man bringt sich erstmal mühsam bei, wie man diese ganzen Activities baut und mit irgendwelchen Konstrukten sie miteinander verbindet und neue erzeugt und so weiter, und plötzlich kommt Fragment und wirft mehr oder weniger alles über den Haufen. Und genau das wollen wir uns jetzt mal etwas näher anschauen und ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit von Fragments erlangen und eben auch verstehen, warum denn das eigentlich ein ganz neues Konzept ist, wie wir Inhalte auf unseren Bildschirm zaubern können. Schauen wir uns mal die Inhalte an, die wir uns hier zu Gemüte führen werden. Als allererstes mal eine Grundidee von Fragments. Was soll das überhaupt? Wie kommen die Jungs von Android drauf, sowas wie Fragments zu realisieren? Bis jetzt waren wir doch auch ganz glücklich mit unseren Layouts. Dann schauen wir uns den Lifecycle von Fragments an. Sie haben einen eigenen Lifecycle, der zwar sehr eng mit den Activities verbunden ist, aber trotz allem, da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Dann die Support Library. Das ist eine Library, die von Android oder von dem Android-System zur Verfügung gestellt wird, um Handys oder Geräte, die eine ältere API nur unterstützen, eben trotz allem fit zu machen für Fragments. Danach gucken wir uns an, wie wir Fragments statisch einfügen, und dann konträr dazu nochmal, wie man das Ganze dynamisch macht. Dann ein kurzer Einschub, der jetzt eigentlich nichts mit Fragments zu tun hat, aber in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Das ist der On-Click-Listener. Das ist im Prinzip ein Konstrukt, mit dem ich Button-Klicks abfangen kann. Das haben wir bis jetzt ja mit dem On-Click-Attribut in dem Layout-File gemacht. Hier müssen wir es ein bisschen anders realisieren. Dann schauen wir uns an, was die Transaction für das Fragment ist, also was macht das Ding und wofür brauche ich es. Dann sehen wir uns an, wie wir die Kommunikation zwischen Fragments über die Activity realisieren können. Und dann noch das Thema One-Pane versus Two-Pane-Modus, jetzt stellvertretend für ein Bildschirm mit einem Fragment gegenüber einem Bildschirm mit mehreren Fragments verbunden in einer App, die sozusagen beide Möglichkeiten unterstützt. Ja, dann würde ich sagen, ist eine Menge Zeug, aber wir werden das irgendwie hinkriegen. Ja, dann legen wir mal los, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf Basis eines Handheld-Geräts an. Und zwar, das soll stellvertretend für alle Geräte sein, die einen relativ kleinen Bildschirm haben. Und für diese kleinen Bildschirme habe ich die Situation, dass ich meine Layouts so auslege, dass eben möglichst viel von dem Bildschirm, idealerweise alles,
genutzt wird, damit ich meine Schriften einigermaßen groß unterbringe, meine interaktiven Elemente so dick zumindest mache, dass auch einer mit einem, ich sag mal, überdurchschnittlich dicken Finger das Ding noch treffen kann. Wenn ich jetzt mehrere Inhalte habe, dann mache ich die sequenziell. Das heißt, ein neues Inhaltsfenster wird auch den kompletten Bildschirm füllen. Somit muss das alte Inhaltsfenster irgendwie verschwinden. Bei großen Devices, wie jetzt Tablets beispielsweise, da gibt es durchaus den Gedanken, dass ich mein Bildschirm aufteile und somit beide Inhalte gleichzeitig zeigen kann. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt auf dem größeren Display ein komplett anderes Verhalten meines Layouts als in dem kleinen Display. Ich möchte aber nicht für das Tablet eine eigene Software schreiben müssen, sondern ich möchte die Handheld-Software genauso nutzen können wie oder die Software für das Handheld genauso nutzen können wie fürs Tablet. Und genau dabei unterstützen mich die Fragments. Die Problematik haben wir jetzt verstanden und jetzt gucken wir uns mal die Lösung an. Die Lösung sieht dergestalt aus, dass wir uns eine Activity bauen, die keine inhaltliche Layout-Informationen hat. Das heißt, es ist eigentlich nur ein weißer Bildschirm, streng genommen. Und dann sagen wir dieser Activity, was da noch mit rein muss. Das heißt, früher haben wir es so gemacht, dass wir diese Activity gleich die Views und entsprechenden View Groups zugeordnet haben. Jetzt tun wir das nicht. Jetzt ordnen wir diese Activity Fragments zu. Und jedes Fragment in sich hat die entsprechenden View-Informationen definiert. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen zwischen den Views und View Groups und der Activity noch so eine Zwischenschicht eingezogen und das sind die Fragments. Wenn ich sie brauche, kann ich sie statisch oder dynamisch in mein Bildschirm oder in meine Activity einfügen. Bei einem Handheld-Gerät ist es so, dass ich sie dann halt sequenziell einfügen muss. Und das ist jetzt hier entsprechend der große Charme, dass ich sozusagen meine Layout-Information, meine Bildschirmkonstrukte in Fragmente zerlege und diese Fragmente jetzt individuell nutzen kann. Die kann ich jetzt fest oder auch dynamisch einbinden. Und grundsätzlich sprechen wir hier eigentlich von einer Modularisierung. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist jetzt auch noch, dass ich nicht nur die Layouts modularisiere, sondern auch die Funktionalitäten, die dahinter stecken, weil meine Bildschirminhalte haben ja im Regelfall auch Funktionalitäten hinterlegt. Und die sind in Java-Klassen geschrieben und diese Java-Klassen kann ich entsprechend jetzt auch dynamisch erzeugen und hin und her schieben. Und genau das werden wir uns jetzt in den nächsten Minuten mal anschauen. Grundsätzlich, dadurch, dass meine Fragments nicht rein Layout-Informationen, sondern eben tatsächlich real existierende Java-Objekte sind, haben sie einen Lifecycle. Das heißt, auch sie werden irgendwann instanziiert und werden mit den Layouts beladen und so weiter. Und das Ganze läuft immer im Kontext einer Activity. Und das heißt, ich kann jetzt den Lifecycle meines Fragments auch entsprechend an dem Activity Lifecycle dranhängen. Und auch meine Fragments Klassen haben entsprechende Callback-Methoden, so wie es eben die Activity auch kennt. Grundsätzlich, wir kennen ja diesen Status Created, unserer Activity, und innerhalb dieser Created habe ich auch meinen Fragment-Status Created. Was allerdings jetzt hier dazu kommt, ist noch diese OnAttach-Methode, OnCreate, OnCreateView und OnActivityCreated. Das heißt, dass ich hier an der Stelle diverse Methoden habe, die ich auch wieder individuell nutzen kann.
Die große Frage für viele Entwickler am Anfang ist immer, welche von diesen Methoden nutze ich jetzt wofür? Welche nutze ich, um was weiß ich, einen Rückgriff auf die Activity durchzuführen? Welche nutze ich, um meine Layouts zu instanzieren und so weiter? Und mein Tipp an dieser Stelle ist, sich die Parameter mal anschauen, die von diesen einzelnen Methoden zur Verfügung gestellt werden. Und die geben im Regelfall einen ganz guten Aufschluss darüber, was man entsprechend mit den einzelnen Callbacks machen kann. Wir werden uns noch ein relativ groß angelegtes Beispiel ansehen und da werden wir die meisten von diesen Callbacks wiederfinden. Dann gibt es die Started, den Started-Status, der ist beim Fragment auch. Und dann sowohl für die Activity als auch fürs Fragment gibt es die OnStart-Methode. Resumed identisch zur Activity. Paused genauso. Das heißt, wenn die Activity in Pause geht, geht mein Fragment in Pause und wenn in der Activity-Methode die OnPause-Methode aufgerufen wird, passiert es genauso auch mit dem Fragment. Stopped identisch und bei Destroyed gibt es wieder einen kleinen, eine kleine Erweiterung. Hier haben wir OnDestroyView, OnDestroy und OnDetach. Das heißt, Detach heißt, ich sozusagen, ich verliere den Link zu meiner eigentlichen Activity. Ja, das ist jetzt jede Menge, aber grundsätzlich mal bleibt der Tipp, den ich vorhin gegeben habe, einfach mal in die einzelnen Parameter reingucken und dann wird man schon erkennen, was wofür sinnvoll zu nutzen ist. Fragments wurden nicht von Anfang an unterstützt, sondern wurden erst mit dem API Level 11 eingeführt und somit sind alle Geräte, die ein kleineres API Level als 11 haben, gucken eigentlich in die Röhre. Das heißt, ich kann die App nicht für diese Handys dann oder diese Geräte auslegen. Und nachdem Fragments als so wichtig eingestuft wurden, haben die Android-Jungs sich was überlegt und haben diese Funktionalitäten, die ab diesem API Level 11 neu eingeführt wurden, in eine Library gepackt. Und im Prinzip kann ich mit dieser Library auch Geräte von API Level 4 bis 10 mit dieser Funktionalität der Fragments dann ausstatten. Ich werde nachher noch ein paar allgemeine Sachen dazu sagen. Ich muss mich aber entscheiden, ob ich jetzt die Support Library nutze oder das API Level 11. Das heißt, entweder ich nutze das, was mir Android von vornherein vorgibt, dann sage ich aber, meine App geht erst ab API Level 11 los, das heißt, alle anderen können meine App nicht nutzen, oder ich sage, ich verzichte auf die API Level 11 Funktionalität und realisiere meine Fragments mit dieser Support Library. Und wir gucken uns einfach mal an, wie wir dieses Ding in unser Projekt reinkriegen. Im Prinzip über den Android SDK Manager kann ich dieses Add-on eben installieren. Dort finden wir unter den Extras diese Android Support Library. Da klicke ich dann entsprechend diesen Haken hier an und gehe dann auf den Install-Button. Und dann nach einer gewissen Zeit sollte hier entsprechend installed stehen. Das heißt, er lädt diese Library runter. Ich sehe das in meinen Projekten unter Lipst und dann muss hier entsprechend diese Android Support Jar drin stehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich diese Library in den Build Path mit reinpacken. Das heißt, ich gehe auf mein Projekt hier und mache einen Rechtsklick und wähle hier dann entsprechend die Properties aus und hier gibt es dann einen Dialog und dort steht Java Build Path und unter Libraries kann ich jetzt hier auch meine Android Support Jar reinpacken und das läuft mit dem Button Add External Jars und den finde ich, wenn ich eben meine Support Library installiert habe, hier in dem Installationsort, wo mein Eclipse liegt und hier eben unter Extras
Android Support V4 Android. Und dort liegt dann eben dieses Jar. Das wähle ich aus, gehe auf OK und dann ist diese Library in meinem Projekt mit drin. Grundsätzlich nochmal zur Support Library. Sie beinhaltet Funktionalitäten, welche ab dem API Level 11 hinzugekommen sind. Vor allem geht es hier um die Fragments. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten wohl, aber ich habe es meistens nur im Zusammenhang mit diesen Fragments gesehen. Die Funktionalitäten liegen mit ein paar kleineren Ausnahmen in genau dem gleichen Syntax vor, wie es in API Level 11 eingeführt wurde. Das heißt, den Code kann ich relativ schnell von einem Code, der die Support Library benötigt, umstellen auf einen Code, der ohne die Support Library, aber eben ab API Level 11 dann entsprechend funktioniert. Dann ist es so, also für uns jetzt an der Stelle haben wir ja das ganze Thema Fragment vor Augen in diesem Video, und der größte Unterschied hier zwischen der Support Library und der dem API Level 11 ist, dass die Activity, ja, dass die Klasse Activity ab Level 11 das Thema Fragment unterstützt. In der Support Library kann ich die Activity in der Form nicht nutzen, weil das ist ja die standardmäßig drin ist. Da brauche ich sozusagen aus der Support Library einen anderen Namen, und das Ding heißt Fragment Activity. Das ist quasi eine neue Klasse von Activity, die im Level 11 standardmäßig drin ist, aber in der Support Library natürlich einen anderen Namen braucht, sonst kollidiert es mit den Standard, mit der normalen Activity, und deswegen heißt die Fragment Activity. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Code schreibe, der die Support Library nutzt, und mich dann dagegen entscheide und sage, nein, ich drehe jetzt mein API-Level hoch auf 11, dann müsste ich aus der Fragment Activity wieder eine normale Activity nehmen, weil die entsprechend ja in Level 11 die Fragment-Funktionalitäten beinhaltet. Einen zweiten großen Unterschied, den wir jetzt im Zusammenhang mit den Fragments sehen, ist der Fragment Manager. In API Level 11 gibt es die Methode getFragmentManager. In der Support Library heißt das Ding getSupportFragmentManager. Das heißt, das wäre ein zweiter Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich schreibe das ganze Ding für die Support Library, dann muss ich getSupportFragmentManager Methode verwenden. Wenn ich mich dann irgendwann mal umentscheide, sage, ich drehe das API Level hoch auf 11, dann muss ich aus der Methode getSupportFragmentManager die getFragmentManager-Methode machen, weil das die ist, die in Level 11 dann drin stecken. Das sind so die großen beiden Ausnahmen. Für uns reicht das jetzt mal als Detaillierung. Alles andere kommt dann, wenn man eben beim Coden ist, wenn es da noch irgendwelche Unterschiede gibt. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe ihn vorhin schon angesprochen. Der Entwickler legt fest, ob ich die Support Library nutze oder nicht. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, auf welchem API-Level jetzt mein Handy läuft. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gerät habe, das API-Level 17 hat, ich aber die Support Library nutze, dann werden die Fragment-Funktionalitäten aus der Support Library verwendet, nicht aus der nativen API. Das heißt, Android wählt es nicht dynamisch aus und sagt, ja, Fragments kenne ich aus meiner nativen API, also nutze ich die und lasse die Support Library Support Library sein. So funktioniert es nicht. Es ist so, ich als Entwickler lege das fest. Das heißt, ich lege fest, ob ich diese Funktionalitäten entsprechend aus der Library verwende oder nicht. Und das kann ich dann auch später nicht mehr ändern. Es sei denn, ich ändere den Code mit diesen Unterschieden, die ich vorhin entsprechend gerade dargestellt habe. Da muss man sich bewusst sein, und das wird dann ein bisschen eklig, wenn ich wirklich sage, ich möchte mein API-Level unter 11 lassen für meine Target-Geräte, und ich habe dann andere Funktionalitäten, die ich in der Support-Library nicht habe.
Und dann muss ich mich entscheiden, nutze ich jetzt irgendwelche Depreach-Klassen etc. oder sage ich jetzt dann irgendwann, jetzt ist Schluss, jeder, der kein Level 11 hat, der soll sich gefälligst ein neues Handy kaufen oder auf meine App verzichten. Momentan wird die Support-Library diesbezüglich durchaus noch genutzt, aber ich vermute mal, so in 2 Jahren ist das Thema durch und dann braucht man das nicht mehr, weil wir davon ausgehen können, dass eben, was weiß ich, über 80-90% der Geräte Level 11 unterstützen und dann kann ich mir eben diesen ganzen Kram mit der Support-Library sparen. So, genug Vorgeplänkel. Wir gucken uns mal ein konkretes Fragment jetzt an. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Fragments leben in einer Activity und Activity haben wir im Gelbgurt kennengelernt, braucht auch ein Layout. Jetzt ist es so, dass die grafischen Layout-Informationen jetzt aber nicht mehr in der Activity liegen, sondern im Fragment. Das heißt, das Layout meiner Activity ist ausschließlich dafür da, einen Container für mein Fragment zu bilden. Und so sind Fragments auch ausgelegt. Sie brauchen einen Container. Ohne Container können sie nicht leben. Und das bildet eben dieses Activity-Layout. Nachdem die Anforderungen jetzt hier minimal sind, es muss im Prinzip nur existieren, nutzen wir auch das performance-technisch langste Layout, das ist das Frame-Layout. Ich könnte auch andere nutzen, aber üblicherweise verwendet man das Frame-Layout als Fragment-Container. Wenn wir uns das mal konkret anschauen, dann haben wir ein ganz normales Frame-Layout unserer Main-Activity jetzt mit den üblichen Parametern und innen drin hockt jetzt hier unser Fragment. Und zum einen, Fragment ist tatsächlich klein geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung warum. Alle anderen XML-Tags in Android sind groß. Und im Prinzip gibt es jetzt hier ein paar Kleinigkeiten, die man sich anschauen muss. Zum einen, ich habe hier den Name. Name heißt, ich gebe an, welche Klasse jetzt hier instanziert werden muss. Das heißt, ich gebe explizit die Java-Klasse an. Und dadurch habe ich jetzt eine statische Kopplung zwischen meinem Layout und der tatsächlichen Java-Klasse. Das heißt, ich kann es auch nicht mehr ändern. Das ist die statische Einbindung eines Fragments in meine Activity. Dann habe ich noch ein paar zusätzliche Geschichten, also eine ID haben wir gelernt, ist immer gut. Und dann eben die Width- und Höhenangaben, jeweils Match Parent, macht insofern Sinn, weil ich natürlich meinen kompletten Bildschirm mit meinem Fragments hier jetzt ausfüllen möchte. Ja, das war's eigentlich, mehr brauche ich nicht, um jetzt ein Fragment in so ein Layout reinzupflanzen. So, wir haben uns jetzt das Layout unserer Activity angeguckt. Dort haben wir eine konkrete Klasse angegeben, die instanziert werden muss als Fragment. Und hier sehen wir jetzt mal die entsprechende Fragment-Klasse. Extends Fragment. Und hier möchte ich jetzt auf eine wichtige Methode hinweisen. Das ist die OnCreateView-Methode. Ich habe eingangs mal gesagt, es ist immer wichtig zum Verstehen, welche Methode brauche ich wofür. Das Verständnis erlange ich am besten durch die Parameter, die mir zur Verfügung gestellt werden. Die OnCreateView-Methode ist hauptsächlich dafür da, dass die View erzeugt wird. Das heißt, ich hole mir mein Layout und instanziere es, und zwar mittels eines Layout-Inflators. Wir erinnern uns an den Gelbgurt, da haben wir das Ding kennengelernt. Und ich sehe hier tatsächlich bereits als Parameter den Inflator. Das heißt, den kriege ich gleich mitgeliefert. Und das heißt, dass ich hier an der Stelle jetzt den Code habe, wo ich sage, ich erzeuge mir eine View. Und zwar, indem ich mit meinem Layout-Inflator genau das Element oder das Layout inflate, das ich jetzt in einem XML-File hinterlegt habe. Das ist jetzt sozusagen das Layout meines Fragments. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, ich kann jetzt auswählen, welches Layout ich jetzt hier verwende. Das gibt mir eine gewisse Dynamik oder eine Möglichkeit einer Dynamik. Und an der Stelle schicke ich jetzt mein erzeugtes View zurück an den Aufrufenden. Das ist ja das Android-System als solches. Das bekommt jetzt
das auseinandergepackte oder aufgeblasene Layout jetzt als tatsächliches Java-Objekt und kann es somit am Bildschirm anzeigen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das geht nicht automatisch, sondern das muss ich explizit tun hier an dieser Stelle. Dann das Layout-File als solches sieht dann recht unspektakulär aus, eigentlich genau wie ein Layout-File von unseren Activities, wie wir es im Gelbgurt kennengelernt haben. Es gibt keine neuen Elemente, sondern es ist alles genau das gleiche Konzept wie bei den Activities auch, nur dass es jetzt entsprechend als Fragment-Layout dann fungiert. Und das heißt, wer eine Activity vom Layout her designen kann, kann auch ein Fragment vom Layout her designen. Der Unterschied liegt tatsächlich eigentlich nur in der Einbindung in meine Activity und den entsprechenden Codeunterschieden. Gut, jetzt, was ich auch machen kann, ich kann einen leeren Container auch erzeugen. Das heißt, ich habe einen Container erstellt, wo ich kein Fragment-Element reinpacke, sondern lediglich sage, ich verpasse dem Ding eine ID, taufe das jetzt MyFragmentContainer und kann dann später im Java-Code selber entscheiden, was ich denn da eigentlich reinpacken werde. Und das ist so der typische Anwendungsfall für Handheld-Geräte, wo ich sage, ich habe nur einen einzigen Bildschirm und dort tausche ich dann immer meine Fragments aus. Ja, wenn ich sage, ich habe jetzt mein Menüfragment, dann zeige ich das an, dann tippe ich irgendwo drauf, dann wechselt es auf mein Inhaltsfragment und beim Tablet muss ich entsprechend ein anderes Layout dann verwenden. Da sehe ich dann im Prinzip nicht ein, so ein Element, sondern zwei und kann dann dort meine beiden Fragments nebeneinander residieren lassen. Aber auch das werden wir uns noch anschauen. So, dann gucken wir uns mal die Activity an, die sich um diesen ganzen Kram kümmern soll. Und zwar im Speziellen die onCreate-Methode. Das ist ja auch die Methode, wo ich mein eigentliches Layout für die Activity setze. Hier dieses Activity Main, das ist ja mein XML-File. Und das wird sich jetzt auch um das Fragment zu kümmern haben. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass ich hier erstmal prüfen muss, gibt es ein Saved Instance State. Wenn es den gibt, diesen Saved Instance State, dann wurde er hier in der Superklasse ja schon mal aufgerufen und die hätte sich dann auch darum gekümmert, dass meine Fragments auch wieder nach diesem Zurückkommen aus dem Schlafmodus sozusagen, dass meine Fragments auch wieder erzeugt worden sind. Wenn ich jetzt an der Stelle über diesen hier rot eingekreisten Bereich drüber gehen würde und danach mein Fragment erzeugen würde, hätte ich auf einmal zwei. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Saved Instance State irgendwas ungleich null finde, dann heißt es, ich bin schon mal mit dieser Activity am Start gewesen und meine vorbereitenden Maßnahmen für das Rückführen oder für das Wiedererzeugen meines Fragments sind schon gelaufen. Das heißt, ich muss das Fragment nicht nochmal neu erzeugen, sonst, wie gesagt, hätte ich zwei. Wenn Saved Instance State null ist, dann kann ich sagen, ich erzeuge tatsächlich mein Fragment. Und das Ganze sieht jetzt ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick. Ich habe hier erstmal mein Datentyp Control Fragment, das haben wir uns ja vorher angeguckt. Ich taufe das Ding mal Fragment und jetzt rufe ich irgendeinen Standardkonstruktor auf. Und jetzt kommt was ganz Komisches für den Laien. Ich hole mir einen sogenannten Fragment Manager und ich starte eine Transaktion und hänge an die Transaktion meine ID des Containers. Das heißt, das war ja in dem Layout unserer Activity mit diesen dynamisch vorbereitet, also dieser leere Container, den hatten wir von der ID her MyFragmentContainer getauft und dann gebe ich noch MyFragment, sprich das, was ich vorhin instanziert habe, mit. Und dann sage ich Commit. Und damit wird mein Fragment erzeugt und auch in meine Activity hineingehängt.
und somit kann ich es dann entsprechend sehen. So, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich noch ein kleines Thema einschieben. Und zwar, wenn wir uns an den Gelbgurt erinnern, haben wir ja hier auch das Thema Button kennengelernt. Und bei diesem Button hatten wir die OnClick-Methode im Layout-File hinterlegt. Das heißt, hier haben wir gesagt OnClick und dann haben wir einen Namen einer Methode festgelegt. Und diese Methode wurde dann immer aufgerufen, wenn irgendjemand auf diesen Button geklickt hat. Wenn wir jetzt Fragments nutzen, taucht die Frage auf, wo realisiere ich diese Methode? Ich kann sie entweder im Fragment realisieren oder in der Activity. Also wo bitteschön soll ich das Ding jetzt hinschreiben? De facto ist es so, dass tatsächlich diese On-Click-Methode der Activity aufgerufen wird. Das heißt, ich kann die 100-mal ins Fragment reinschreiben, sie wird nicht aufgerufen, sondern die Activity empfängt dieses Ding. Und das ist ein Problem, weil in dieser MyClicked-Method, so wie ich es jetzt hier getauft habe, ist ja Funktionalität hinterlegt, die eigentlich für das Fragment relevant ist. Das Fragment trägt ja den Button, also warum zum Teufel sollte ich jetzt eine Click-Method, die für diesen Button existiert und somit im Fragment liegt, in meiner Activity abarbeiten? Ich könnte es zwar machen, nur dann binde ich meine Activity sehr stark an meine Fragments ran. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte ja meine Funktionalität dieses Buttons möglichst nah dorthin packen, wo der Button auch ist. Und das ist nun mal das Fragment. Das heißt, hier müssen wir uns jetzt eine andere Sache überlegen. Die Lösung des Ganzen ist der sogenannte OnClickListener. Was wir jetzt tun, ist, wir verabschieden uns von dem OnClick-Attribut im Layout-File und lösen das ganze Thema Empfangen von Click-Events auf in einer komplett anderen Art und Weise, und zwar mit diesem OnClickListener. Das Ganze funktioniert dergestalt, dass wir in unserer Fragment-Klasse ein Interface implementieren. Also wir schreiben Implements und dann den OnClickListener. Und ein Interface implementieren heißt nichts anderes, dass ich mich verpflichte, die Methoden, die in dem Interface definiert sind, auch tatsächlich zu implementieren. So, nachdem ich ja nur hier Implements on ClickListener hingeschrieben habe, fehlt mir diese Methode und was Eclipse mir jetzt anbietet, ist jetzt hier in dieser Fehlermeldung Add Unimplemented Methods, dort klicke ich drauf und dann verschwindet auch diese Fehlermeldung. So, was dann erzeugt wurde, ist die OnClick-Methode und jede View, die diesen OnClick-Listener registriert hat, und mein OnClick-Listener ist jetzt tatsächlich genau meine Klasse, meine Control-Fragment-Klasse, die habe ich jetzt zu einem OnClick-Listener gemacht durch diese Interface-Implementierung. Immer wenn ich auf eine View klicke, die sich dort registriert hat, wird OnClick aufgerufen. Und der Parameter, den mir OnClick liefert, ist genau die View, die dieses Event erzeugt hat. Heißt, ich könnte jetzt beispielsweise sagen, von dieser View getID, und wenn das jetzt hier RID Send Control Text ist, wenn das jetzt eben genau die ID dieses Buttons ist, dann habe ich festgestellt, dass eben genau dieser Control Text Button dieses OnClick Event ausgelöst hat und ich kann dann was auch immer damit tun, sprich meine Verarbeitung starten. Bevor das natürlich funktioniert, muss ich meine Buttons auch registrieren. Und zwar, ich hole mir den Button mit Find View by ID, Send Control Text und dann sage ich Button Send Text, so habe ich die Variable genannt, Set on Click Listener, das heißt, jetzt registriere ich den On Click Listener und als On Click Listener schreibe ich this rein. This ist das aktuelle Objekt und das aktuelle Objekt ist ein OnClickListener, weil es implementiert ja entsprechend dieses Interface. Und damit habe ich jetzt sozusagen eine Möglichkeit geschaffen, im Fragment dann den Klick auf einen Button des Fragments zu verarbeiten. Das nächste für Neulinge merkwürdige Ding war diese Transaction.
Und jetzt wollen wir uns mal Gedanken darüber machen, wofür brauchen wir dieses Ding eigentlich? Und der Grund, der tiefere Grund für diese Transaction ist der Back-Button. Schauen wir uns das mal ganz konkret an einem Beispiel an. Also ich habe irgendeine Activity und die trägt einen Button. Mit diesem Button starte ich eine neue Activity. Und die hat jetzt Fragments. Das heißt, ich habe jetzt hier in irgendeiner Form ein Fragment, dieses Inhaltsangaben-Fragment, und da klicke ich jetzt irgendwo drauf und dann wechseln sozusagen die Fragments. So, die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt den Back-Button drücke, was soll jetzt passieren? Soll ich zurück in die erste Activity gehen oder soll ich jetzt meine Fragments austauschen? Ja? Was soll passieren? Also wenn ich jetzt möchte, dass das ursprüngliche Fragment wieder zu sehen ist oder die ursprüngliche Activity, das muss ich irgendwie steuern können. Und diese Backbutton ist programmtechnisch ja eigentlich, ich weiß nicht, wer von euch hier schon mal mit Undo gearbeitet hat, das ist ein Riesenaufwand. Und die große Frage ist jetzt, was soll jetzt passieren? Wie teile ich meinem System mit, was jetzt hier eigentlich zurückgenommen werden soll, das Fragment oder die Activity? Und das Ganze löst mir die Transaction. Und zwar, ich erzeuge jetzt mal als Beispiel ein neues Fragment und danach sage ich, ich erzeuge mir oder ich hole mir eine Referenz auf den Fragment Manager und dort starte ich eine Transaction. Und in diese Transaction möchte ich jetzt genau diese Aktion einpacken, und zwar ein existierendes Fragment einfach zu ersetzen. Das passiert hier. Hier sage ich Transaction Replace und dann sage ich, in welchem Container, also die ID habe ich jetzt mal Fragment Container gewählt, in welchem Container möchte ich dieses neue Fragment jetzt reinpacken. Und das Entscheidende ist jetzt. Jetzt sage ich, diese Transaction soll in den Backstack reingepackt werden. Das heißt, ich kann jetzt in eine Aktion, in eine Transaktion Aktivitäten reinpacken. Ich könnte theoretisch noch mehr Sachen da reinpacken. Wir bleiben jetzt mal bei einer. Und danach gebe ich das Ganze frei. Ich mache einen Commit. Und alles, was zwischen Begin Transaction und Commit drin steht, wird beim Betätigen des Backbuttons jetzt wieder zurückgenommen. Das heißt, jetzt würde ich beim Backbutton tatsächlich mein erstes Fragment wieder sehen. Das heißt, das vor dem Tausch sichtbare Fragment würde beim Betätigen des Backbuttons jetzt wieder sichtbar sein. Wenn ich dieses Add to Backstack Null nicht angegeben hätte, dann würde entsprechend meine Activity wieder zurückgehen. Das heißt, somit kann ich jetzt steuern, was mein Backbutton eigentlich so für mich bewirkt. Das nächste Thema im Rahmen der Fragments, das wir uns anschauen müssen, ist das Thema Kommunikation. Wir haben ja bis jetzt eigentlich die Kommunikationsnotwendigkeit nur zwischen Activities gesehen. Und da haben wir einen riesen Aufwand gemacht. Wir haben irgendwelche Intents hin und her geschickt, Intents mit Rückantwort und so weiter. Es war eigentlich ein riesen Aufwand. Und die gute Nachricht ist, bei Fragments geht es alles ein bisschen einfacher. Der Hintergrund ist, dass die einzelnen Activity voneinander unabhängige Module sind. Fragments können ohne die Activity nicht leben. Ergo kann ich die ganzen Kommunikation über die Activity abfackeln. Und das ist ein Strategiewechsel, streng genommen. Das heißt, ich muss mich da wirklich umgewöhnen, und das ist der Grund, warum viele Leute, die mit Android anfangen, sich mühsam durch die Activities gequält haben und dann plötzlich mit Fragments in Berührung kommen und dann die Welt nicht mehr verstehen, weil irgendwie alles komplett anders wieder ist. Und das wollen wir uns jetzt hier nochmal in aller Ruhe uns anschauen. Grundsätzlich können wir es so sehen, dass die Activity ein zentraler Anlaufpunkt ist. Das heißt, egal welches Fragment ich in diese Activity reinpacke oder auch mehrere parallel, die Activity kann immer als Anlaufpunkt für Informationen fungieren. Das heißt, aus der Activity erzeuge ich meine Fragments, aber
nachdem beide existieren, also eine Activity und und ein Fragment, kann ich hier in irgendeiner Form mit Methoden aufrufen oder Interfaces oder wie auch immer Informationen austauschen. Das ist sehr viel bequemer als zwischen einzelnen Activities. So, es gibt verschiedene Strategien, wie ich zwischen Activity und Fragments Daten hin und her schicke. Und die erste, die wir uns jetzt ansehen, ist das Bundle. Bundle haben wir uns ja auch schon mal zur Brust genommen. Im Orangegurt, ein ganzes Video habe ich darüber gemacht. Und ich gehe jetzt mal davon aus, jeder hat kapiert, was ein Bundle ist. Wichtig, das was ich jetzt hier zeige, ist die Kommunikation von der Activity in Richtung Fragment, nicht andersrum, sondern von Activity in Richtung Fragment. Und das heißt, an der Stelle ist jetzt interessant, dass ich hier den Prozess darstelle, wie in der Activity das Fragment erzeugt wird. Deswegen hier Content Fragment A, das ist jetzt die Klasse meines Fragments. Heißt ein bisschen kryptisch, aber das kommt daher, dass dieses Beispiel, dieses Code-Beispiel in einem nächsten Video noch etwas genauer dargestellt wird und da gibt es dann verschiedene Fragments und dann wird diese mehr oder weniger kryptische Namensgebung auch klar, wobei Namen sollen jetzt hier wirklich nicht die Rolle spielen. So, also ich erzeuge dieses Ding und erzeuge im Anschluss daran ein neues Bundle. Bundle, wie gesagt, kennen wir. Hier können wir jetzt unsere Name-Value-Pairs reinpacken. Ich habe hier meine Message auch definiert. FragMessageDef habe ich die Konstante genannt. Da steckt jetzt irgendwie ein eindeutiger String drin. Und dort packe ich jetzt auch irgendeinen Message-String rein, was auch immer ich jetzt an mein Fragment an Nachrichten weiterleiten möchte. Dann sage ich Fragment Set Arguments. Das heißt, ich packe dieses Bundle als Argument in mein Fragment rein. Und somit trägt mein Fragment bereits diese Informationen mit. Und dann kommt das ganz normale, was wir vorhin auch schon gesehen haben. Ich erzeuge die Transaktion und mache jetzt mein Replace und packe das Ganze dann in den Backstack und schicke es ab. So, das war jetzt der Code auf Seiten der Activity. Auf der Fragment-Seite gehe ich jetzt auf die OnStart-Methode und dort hole ich mir jetzt mein Bundle wieder raus. Das heißt, hier kann ich jetzt entsprechend mit der Methode GetArguments mein Bundle wiederholen und kann dann meine Werte auslesen. Ich prüfe nochmal, ob das wirklich auch ungleich null ist. Was ich damit mache, ich verhindere, dass wenn ich dieses Fragment als statisches Fragment in mein Layout reinpacke, dass ich hier dann eine Exception bekomme, wenn ich versuche, einen String zu holen, der gar nicht da ist. Das heißt, nur wenn auch wirklich ein Bundle da ist, dann möchte ich entsprechend die Werte auch auslesen und das mache ich mit einem getString, so wie wir es auch schon gesehen haben, auch mit meiner entsprechenden Message-Definition und damit ist die Sache eigentlich durch. Das heißt, ich habe jetzt eine String-Nachricht oder was auch immer ich in Bundles verpacken möchte, ich kann Parcelable und so weiter hier reinpacken, kann ich jetzt von meiner Activity beim Aufrufen oder beim Instanzieren meines Fragments hier reinschreiben. Die wohl einfachste Möglichkeit von der Activity irgendwas in Richtung Fragment zu schicken, ist eine ganz normale Public-Methode. Beim Bundle vorhin haben wir gesehen, das ist im Regelfall dafür da, dass wenn ich das Fragment dann starte, dass ich dann Informationen von der Activity direkt rüber schicke. Diese Public-Methode, die ist dafür da, dass ich, wenn mein Fragment schon existiert, ich in irgendeiner Form von der Activity aus damit mit dem Ding kommunizieren kann. In dem Beispiel, das wir uns im nächsten Video anschauen werden, ist es dann auch entsprechend nochmal klar hinterlegt. Ich habe jetzt hier im Prinzip als Methode etwas genutzt, was durchaus ganz häufig vorkommen kann, und zwar die SetTextValue-Methode. Und ich möchte jetzt hier mal ganz kurz mal erklären, warum ich diese Art von Methode gewählt habe. Alles andere ist auch möglich, aber dieses kommt, wie gesagt, etwas häufiger vor. Und zwar, wenn ich jetzt in meiner
meinem Fragment ein Text-View habe, dann möchte ich vielleicht in diesem Text-View mal den Text ändern. Und das möchte ich entweder über die Activity tun, das heißt, die Activity bekommt von irgendwoher einen Impuls, bitte diesen Text ändern, aber es gibt durchaus auch Situationen, wo ich in meinem Fragment diesen Text ändern möchte. Das heißt, es gibt mehrere Stellen, die Interesse haben, diesen Text zu ändern. Und das ist der Grund, warum ich das in eine eigene Methode gepackt habe. Die habe ich jetzt einfach hier setTextValue getauft. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wir haben im Gelbcode ja schon gelernt, wenn ich jetzt in meinem Java-Code irgendwas an meinem Layout rumfummle und sei es nur in den Text ändere einer Textview, dann muss ich diese Textview erstmal identifizieren. Und das geht ja mit der FindViewById-Methode. Das ist aber eine Methode der Activity, nicht des Fragments. Das heißt, ich muss jetzt im Fragment erstmal meine Activity suchen, um anhand der Activity meine Views zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding von der Activity aufrufe, dann ruft die Activity diese Methode auf. In dieser Methode suche ich jetzt wiederum die Activity, um dort dann entsprechend meine Views zu finden. Also das ist ein bisschen umständlich vielleicht, aber jetzt könnte man sagen, ja, dann könnte ich ja von der Activity gleich meine FindViewById-Methode aufrufen und dann entsprechend meinen Text in der Activity direkt setzen. Aber wie ich ja eingangs gesagt habe, es könnte ja durchaus sein, dass ich in meinem Fragment auch die Notwendigkeit sehe, den Text zu ändern. Und dann packe ich das gleich in so eine Methode rein und habe dann für die Zukunft auch eine Ruhe. Und vor allem auch, ich habe hier jetzt wieder meine Kapselung sauber. Das heißt, diese Public-Methode ist in sich für mein Fragment sauber geschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Activity direkt dieses FindViewById aufrufen würde, dann hätte ich hier entsprechend auch die ID, die ja aber in dem Layout meines Fragments hinterlegt sein würde. Das heißt, dann hätte ich es wieder gemischt. So wie ich es jetzt gelöst habe, dass ich dieses setTextValue in meinem Fragment drin habe, nutze ich in der Klasse meines Fragments auch die IDs, die ich meinem Fragment-Layout hinterlegt habe. Insofern empfehle ich das Ganze. Ganz kurz gehen wir es noch ganz schnell durch. Ich hole hier meine Activity. GetActivity ist eine Methode des Fragments, weil ein Fragment davon ausgeht, dass es in einer Activity lebt. Dementsprechend kann ich mit GetActivity das Ding holen. Und dann haben diverse Foren auch empfohlen, erstmal zu gucken, ob das Ding überhaupt gefunden wurde, weil es ein paar Sonderkonstellationen gibt, wo ich nicht zwingend hier eine saubere Referenz bekomme, in ganz speziellen Situationen, aber in den für uns interessanten Situationen werde ich das immer kriegen. Es zeugt einfach nur von gutem Programmierstil zu sagen, ich prüfe erstmal, ob ich da was Vernünftiges bekommen habe. So, und dann kann ich entsprechend meine FindViewById machen und so weiter, dann meinen entsprechenden Text setzen. Jetzt schauen wir uns das ganze Spiel nochmal aus Sicht der Activity an. Die Activity kann jetzt ein Handle auf das Fragment bekommen. Das läuft mit dieser Methode, getFragmentManager, und hier findFragmentById. Was ich dann aber angebe, und das ist jetzt wichtig, ich gebe die ID des Containers an. Das heißt, das Ding holt mir das Fragment, was gerade in diesem Container drin ist. Der Container ist ja ein Element der Activity. Wir erinnern uns, in dem Activity-Layout ist der Container ja beispielsweise das Frame-Layout gewesen. Das Ding hat eine ID bekommen und über diese ID finde ich jetzt mein Fragment. So, hier prüfe ich jetzt auch, ist denn mein Content-Fragment ungleich 0? Das heißt, habe ich hier was gefunden? Wenn ja, dann prüfe ich noch zugleich, ob ich hier ein Linear Layout A finde und somit, das ist hauptsächlich dafür da, dass wenn ich mehrere
verschiedene Fragments in diesem Container haben kann, prüfe ich natürlich erstmal, welches ist denn da drin. Und wenn ich jetzt festgestellt habe, ja, das Layout ist Layout A, dann weiß ich auch, ich habe an der Stelle ein Content Fragment des Typs Content Fragment A gefunden. Und deswegen kann ich jetzt auch den Typecast machen und kann sozusagen aus dieser Variable Content Fragment, ja, das war ja ursprünglich nur vom Typ Fragment als solches, kann ich jetzt den Typecast auf Content Fragment A machen. Und Content Fragment A hatte ja diese Public Methode setTextValue. Und jetzt greife ich wieder durch auf diese Public Methode und kann den Wert, was auch immer jetzt, ich habe jetzt hier das Ding mal Optional Data genannt, entsprechend in diese Fragment-Klasse reinpflanzen, und die Fragment-Klasse kümmert sich jetzt dann darum, dass dieser Wert auch wirklich ins Layout reingeschrieben wird. Schauen wir uns nun mal die Möglichkeit an, von dem Fragment Informationen zur Activity zu schicken. Grundsätzlich gilt hier, wir wollen unser Fragment einigermaßen modular gestalten. Das heißt, dass dieses Fragment vielleicht auch, dass wir jetzt für unser Projekt A schreiben, auch in einem Projekt B wiederverwendet werden könnte. Und dadurch müssen wir das Ganze ein bisschen schlauer angehen. Und die Lösung für diese ganze Kiste ist ein sogenanntes Callback-Interface. Das sieht dergestalt aus, dass ich in meiner Fragment-Klasse ein Interface vorgebe. Das nenne ich jetzt einfach mal OnContentButtonClickListener. Jeder kann sich dann einen eigenen Namen überlegen. Und dieses Interface schreibt jetzt eine Methode vor. Also ich kann beliebig viele Methoden jetzt reinschreiben, aber für unser Beispiel soll es jetzt mal nur eine einzige Methode sein, diese OnContentButtonClickMethode. So. Ziel des Ganzen soll sein, dass die Main Activity oder die Activity, die jetzt dieses Interface beinhalten soll, dieses Interface implementiert. Das heißt, dieses, nennen wir es mal Kind-Element, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, das Kind-Element-Fragment soll vorgeben, was das Eltern-Element-Activity an Methoden haben soll. Und zwar genau diese Methode onContentButtonClicked. Somit werden wir später sehen, kann jetzt aus diesem Fragment heraus eine Methode der Activity aufgerufen werden, weil, wenn wir davon ausgehen, dass die Activity dieses Interface implementiert, wir wissen, dass diese Methode da ist. Und somit kann ich entsprechend ohne die Activity vorher gesehen zu haben, weil ich ja zuerst das Fragment jetzt beispielsweise implementiere oder implementiert habe, wenn ich dieses Fragment auch in anderen Projekten und somit auch in anderen Activities verwende, kann ich sagen, dass diese OnContentButtonClickMethode existiert. Das ist ja der Sinn eines Interfaces. So, damit wir das später dann auch verwenden können, erzeugen wir eine Klassenvariable, die myCallback heißen soll, und die soll vom Typ OnContentButtonClickedListener sein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in meinem Fragment eine Referenz auf die Activity bekomme und diese Activity dieses Interface implementiert hat, dann kann ich die Activity in diese Variable reinschreiben, weil diese Variable ja im Prinzip diesen Typ des Interfaces onContentButtonClickedListener entsprechend innehat. Nochmal, Ziel soll es sein, dass die Activity dieses Interface implementiert. Ja, schauen wir uns das nochmal in der weiteren Folge an. Und zwar als allererstes gucken wir mal, an welcher Stelle wir jetzt am besten eine Referenz auf unsere Activity bekommen. Und das ist die onAttach-Methode. onAttach wird dann aufgerufen, wenn das Fragment in die Activity eingebettet wird. Und das Schöne an dieser Methode ist, dass es mir als Parameter gleich die Activity mitliefert. Das heißt, ich muss es nicht mühsam irgendwie mit einer Methode erholen, sondern diese Methode wird aufgerufen und kriegt ruckzuck dann auch gleich die Activity mit. Und jetzt versuche ich hier genau an dieser Stelle diese Activity einem Typecast zu unterziehen. Und dieser Typecast, den möchte ich jetzt auf den Typ OnContentButtonClickListener machen. Das heißt, genau auf das Interface, was die Activity implementieren sollte. Und wenn die Activity, die hier dieses Fragment
eingebettet hat, dieses Interface implementiert hat, dann ist jetzt in meiner Variable myCallback entsprechend eine Referenz auf meine Activity. Und das heißt, ich kann jetzt über myCallback diese Methode, die ich in diesem Interface hinterlegt habe, auch aufrufen. Sollte ich vergessen haben, aus welchen Gründen auch immer, dieses Interface zu implementieren, würde an der Stelle jetzt eine ClassCastException passieren. Und genau das möchte ich jetzt entsprechend auch kommentieren, so frei nach dem Motto, wenn ich jetzt dieses Fragment irgendwie nach 2 Jahren in einem neuen Projekt dann wiederverwende, dann möchte ich, dass ich mich selber daran erinnere, dass dieses Interface implementiert werden muss. Und dementsprechend werfe ich jetzt hier auch eine Exception und informiere sozusagen den Nutzer dieses Fragments, dass er gefälligst in die Activity, in der er dieses Fragment einbettet, diesen OnContentButtonClickListener implementieren muss. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Activity. Die MainActivity, haben wir gesagt, muss jetzt, oder die Activity, die dieses Fragment jetzt einbettet, und das ist bei uns jetzt die MainActivity, die muss diesen Listener implementieren. Also schreiben wir implements content fragment on content button click listener. Und dann muss ich entsprechend ja auch die Methode realisieren, diese onContentButtonClick-Methode, die hat entsprechend den vorgegebenen String-Parameter, gibt nichts zurück, und hier verarbeite ich jetzt diesen Klick. Was auch immer ich dann tue, irgendwelche Werte umsetzen, aber das hängt dann entsprechend von der Applikation ab. Und wenn ich jetzt in meinem Fragment bin, haben wir ja in der Variable myCallback unsere Referenz auf die Activity. Das heißt, wenn ich jetzt in myCallback diesen onContentButtonClicked-Methode aufrufe, dann wird nichts anderes passieren, als in meiner Activity diese Methode aufgerufen. Insofern kann ich jetzt vom Fragment durch Aufruf dieser Methode eine Methode in meiner MainActivity starten. Und über die Parameter MessageContent oder wie viele Parameter auch immer ich vorsehen möchte, sämtliche Informationen von dem Fragment in Richtung meiner Activity schicken. Und das ist durchaus eine relativ bequeme und transparente Sache. So kommen wir nun zum letzten Unterpunkt dieses Videos, und zwar der Unterscheidung One-Pane versus Two-Pane-Modus. Grundsätzlich haben wir die Situation, dass wir Applikationen jetzt haben können, die jetzt beispielsweise in so einem Tablet laufen und dort einen Two-Pane-Modus oder im Two-Pane-Modus laufen. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Fragments, die in meinem Bildschirm zu sehen sind. Und ich habe durchaus die Situation, dass ich auf diese einzelnen Fragments programmatisch zugreifen möchte. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich, wenn ich die gleiche App jetzt auf einem Handheld laufen lassen möchte, ich vielleicht jetzt eben diesen One-Pane-Modus vorgesehen habe. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt nicht von der gleichen Situation ausgehen wie beim Tablet. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand beispielsweise in diesem rechten Dialog irgendetwas macht, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass der linke Dialog zwingend da ist. Im Tablet sehr wohl. Im Handheld eben nicht, weil ich ja meine einzelnen Fragments sequenziell angeordnet habe. Das heißt, ich muss immer hin und her wechseln. Und diesen Unterschied, den müssen wir uns irgendwie programmatisch jetzt auch, den müssen wir identifizieren, damit wir wissen, was muss ich denn eigentlich tun? Kann ich sozusagen direkt jetzt auf ein existierendes Fragment zugreifen oder muss ich erst die Fragments tauschen? Also kann ich jetzt direkt von hierauf zugreifen oder bin ich im Handheld-Modus und sage, ich bin jetzt hier, wenn ich jetzt irgendwas in dem anderen Fragment machen möchte, muss ich erstmal wechseln auf dieses Fragment und dann kann ich hier irgendwas durchführen oder entsprechend andersrum. Gucken wir uns, um das Ganze jetzt zu verstehen, erstmal das Layout für das Tablet an, also den Two-Pane-Modus. Schauen wir mal jetzt unser XML-File. Dieses XML-File
hat zwei verschiedene Elemente. Einmal unser normales Fragment. Das ist jetzt ein statisches Fragment. Und das ist für uns jetzt programmatisch nicht interessant, weil da können wir eh nichts ändern. Ja, das haben wir eben hier in dieses Layer deswegen reingemacht, weil wir gesagt haben, dieses statische wollen wir immer sehen. Sehr viel spannender ist jetzt dieses dynamische. Das haben wir in ein Frame Layout oder wollen wir in ein Frame Layout reinpacken. Und dieses Frame Layout, dem habe ich jetzt eine ID gegeben, MyFragmentContainer1. Das heißt, ich werde später im Code unter MyFragmentContainer1 dieses Frame Layout identifizieren können. Im One-Pane-Modus, also für unser Handheld, habe ich jetzt ein rein dynamisches Layout gewählt. Hintergrund ist, ich möchte ja hier an der Stelle ausschließlich meine Fragments wechseln können. Es gibt keins, was immer da ist, weil ich habe ja nur einen Bildschirm und der wird immer voll von meinem Fragment ausgefüllt. Und dementsprechend muss ich hier rein ein Frame Layout hinterlegen, wo ich dann entsprechend nach Belieben oder Bedarf meine Fragments eben reinwechseln kann. In diesem Ding habe ich jetzt auch eine ID verpasst und das ist jetzt meine MyFragmentContainer2. So, jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, meine verschiedenen IDs deuten mir darauf hin, welches Frame Layout ist denn jetzt gerade zu sehen. Insofern habe ich jetzt einen Unterschied geschaffen, den ich auch programmatisch auswerten kann. Vom Code her wird es jetzt so aussehen, dass ich jetzt eine Verzweigung einbauen kann. Und in der Verzweigung sage ich jetzt einfach, finde ich ein Fragment in meinem Fragment Container 1. Wenn das null ist, bedeutet das, dass ich nicht in diesem Two-Pane-Modus bin. Das heißt, zwangsweise muss ich dann offensichtlich im One-Pane-Modus sein, weil ich eben diesen Frame-Container 1 nichts finde. Ich kann die Logik auch ohne weiteres umdrehen oder wenn ich mehrere Konstellationen habe, entsprechend etwas umfangreicher diese If-Abfrage gestalten. Aber das Prinzip muss jetzt an der Stelle klar sein. Ich prüfe einfach, finde ich in einem Container ein Fragment? Und dieser Container, den kann ich über die IDs eindeutig einem gewissen Modus zuordnen. Und dann weiß ich entsprechend, ob ich im One- oder Two-Pane-Modus bin. Jetzt kommt noch ein ganz großes Aber. Und zwar, ich kann von den Layouts her es ja auch so gestalten, dass ich jetzt beispielsweise ein Tablet habe. Wenn ich das Ganze in Landscape halte, ist es Two-Pane-Modus. Und wenn ich es in den Portrait-Modus halte, also quasi hochkant, dann könnte ich theoretisch das Ganze wieder in den One-Pane-Modus wechseln lassen. Wenn ich das mache, wenn ich das vorgesehen habe, funktioniert dieser Code nicht. Ganz explizit nochmal, dieser Code, den ich hier angegeben habe, funktioniert dann und nur dann, wenn mein Layout so gestaltet ist, dass es sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung gleich funktioniert mit dem entsprechenden Two-Pane-Modus. Das ist eine ziemliche Einschränkung. Ich werde aber in dem nächsten Video eine Lösung für genau diese Situation nochmal darstellen. Das ist nämlich ein Fragment-Beispiel und in genau diesem Beispiel habe ich diese Situation auch mal nachgestellt. Das heißt, dort werden wir mal eine Applikation bauen, die im Handheld, also One-Pane-Modus und Tablet Two-Pane-Modus funktioniert, im Two-Pane-Modus, aber nur im Landscape-Format den Two-Pane-Modus unterstützen. Wenn ich aber mein Tablet wechsle in den Portrait-Modus, dann bin ich wieder im One-Pane-Modus. Und da werden wir dann nochmal sehen, wie kriegen wir das da gebacken, um eben diese Situation unterscheiden zu können. Also wir merken uns, das, was ich jetzt hier oben dargestellt habe, ist ausschließlich dann möglich, wenn in beiden Haltungen das gleiche Layout verwendet wird. Wichtig ist mir an der Stelle jetzt erstmal nur, dass ich verstehe, wie kriege ich denn die Unterscheidung hin zwischen diesen beiden
Modi. Und wenn ich das mal gerafft habe, dann bin ich schon mal einen großen Schritt weiter. So, das war jetzt jede Menge. Das Fragment-Thema ist für den Anfang erstmal ein bisschen happig. Und zwar deswegen, weil man hat sich jetzt erstmal mühsam an die Activities gewöhnt, an den Lifecycle und so weiter. Und jetzt kommt plötzlich was anderes daher, eben diese Fragment-Geschichte mit neuen Lifecycles, mit Möglichkeiten direkt mit Interfaces oder Public-Methoden miteinander zu kommunizieren. Das ist schon ein Paradigmenwechsel. Aber grundsätzlich empfehle ich jedem, der ernsthaft Android programmiert, das ganze Thema Fragments mal sauber durchzuarbeiten und zu kapieren. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich ein weiteres Video zu diesem ganzen Thema gedreht habe. Und zwar dieses Beispielvideo, also eine Beispielapplikation, und die werden wir Schritt für Schritt durchgehen. Und zwar werde ich versuchen, sämtliche Gedanken, die ich mir da gemacht habe, mal zum Besten gegeben, sodass dieses Thema einfach noch transparenter wird. Ja, und bis dahin viel Spaß beim Programmieren.